Hi Freunde, servus, willkommen zurück zu GTA Vice City. Ich habe ja gesagt, dass ich hier im Part 4 das erste Mal mit Cheats hantiere. Das reimt sich schon, was ich reimt, das war. Ich habe folgende Cheats, die ich verwenden werde. Das ist Health, Armor, Weapons 1, 2, 3 und Lower Wanted Level. Und die machen alle nichts mit eurem Criminal Rating. Und ihr könnt die auch benutzen, wenn ihr auf Trophyjagd geht. Ihr seht hier, das Criminal Rating ist bei mir jetzt gerade Hustler 493. Und das wird dann abartig. Ich probiere jetzt mal den Armor Cheat aus. Das ist. Okay. Ich muss jetzt gerade mal gucken, dass ich die im Kopf verinnerlich. Ich blende die Cheats, die ich benutze, blende ich ein, dass ihr die mal sehen könnt. Und auch verwenden könnt, wenn ihr wollt. Gut, okay. Den habe ich jetzt mal benutzt. Ich teste auch mal gleich aus, ob das beim Auto hilft. Ich bringe das Auto dazu, dass es qualmen wird. Oder dass es ganz abfackelt direkt. Fuck! Weg, 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 weg. Eieiei. So, ich wollte eigentlich gucken, dass das Auto ein bisschen qualmt, dass ich gucken kann, ob der Cheat auch funktioniert. Na los, hopp. So, es fängt schon leicht an. Okay. Also, R1, R2, L1, Kreis, okay. Nee, halt falsch. Fuck. Nochmal. Nee. Ich krieg den Cheat nicht eingegeben, das gibt's doch nicht. Na? Fängt mit links an. Ja, jetzt Health Cheat und das Auto ist ganz. Das ist sehr schön. Das wollte ich wissen. So, muss ich nur verinnerlichen. Cops Wanted Level, R1, R1. Okay. Okay, 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 okay. Gut, dann wollen wir jetzt noch einen Waffen-Cheat benutzen und dann ist gut. Dann fangen wir nämlich einfach mal an. Oh, Weapon-Cheat. Also, wir haben einen Schlagring bekommen. Baseballschläger, Molotovs. Bla 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 bla. Ist einiges. Ich gebe den jetzt noch ein paar Mal ein. Ja. Hä? Sehr schön. Jetzt haben wir auch ein bisschen Munition. War da die Kettensäge dabei? Habe ich gerade die Kettensäge gesehen? Nee. Nee. Leider nicht. Alla Haupt, komm. Mach mal weiter. Wir fahren zu A und nehmen dort die erste Mission an. Kann sein, dass ich jetzt am Anfang kurz pausieren muss, wenn ich so ein Cheat wirklich brauche dringend. Aber ich denke, fürs Erste fahren wir hier ganz gut, oder? Fürs Erste fahren wir ganz gut. So. Wo muss ich lang? Ich muss nach links über die Brücke. Darauf achten, dass ich nicht wieder alles zu Moose fahre. Hier um die Kurve. Na, na, na. Und steigt der. Fliegt der direkt aus dem Auto? Ich habe gedacht, der hält an und steigt dann aus, wenn ich aussteigen drücke. Egal. Come in and park yourself on the hide, son. Hell, my daddy used to say, never look a gift horse in the mouth. And by golly, he never did. Would you like a drop of the old Kentucky? No thanks. A clean thinker. I like that. Now, the property business isn't all about highfalutin paper pushing. It's about dirt and the will to claim that dirt. You with me, son? Oh, yeah. Well, I need some tenacious bastard to let go of some dirt. And you look to me like the kind of guy to persuade him. Persuasion's my forte. Yeah, he'll be down at the country club, down on the golf course. They don't allow guns, so his bodyguards won't be packing lawgivers. Go beat 8 tons of crap out of him. Here now, I got you a membership. And boy, you're gonna need more appropriate clothing.
This guy's my new friend. I never had a friend with a way before. Go pick up some golf clothes from Jack Sports? Jock Sports? Whatever. Wir holen uns ein paar schicke Golfklamotten. Ja, wie gesagt, der Auftraggeber hier hat ein paar hässliche Missionen. Aber da muss man durch. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, was die Map anbelangt. Das kommt aber mit der Zeit, bin ich mir sehr, sehr sicher. Ich sehe da vorne schon das Ziel. So, Jock Sports ist es. Is this me? Nice ass, baby. Nice ass, baby. Now head to the Leaf Links Golf Club. Dann wollen wir doch los. Warum flippt er auf einmal aus, ey? Die Passanten in dem Spiel, die sind stellenweise so geil. Guck mal, hier ein Porsche. Was natürlich nicht wirklich ein Porsche ist. Darf es ja nicht sein. Wir haben nämlich keine Rechte gehabt. Alles klar. Wir dürfen keine Waffen mit reinnehmen. Scheiße. Kommen wir irgendwie anders da rein? Können wir uns da reinglitschen? Ich habe nämlich keinen Bock jetzt alle Waffen... wir können ja den Waffensheet einfach benutzen. So, wir gehen um die Ecke. Und benutzen den Waffensheet. Und jetzt gucken wir mal. Da ist doch bestimmt eine Sniper Rifle dabei. Genau. Und auf Viereck und X funktioniert der Zoom. Das habe ich mir schon gedacht. Jetzt will ich gucken. Das ist die letzte Waffe. Gut. Ich werde den wegsnipern. Und gut ist. Wahrscheinlich könnte ich hier auch irgendwo so ein Golfmobil holen. So, wir sind schon kurz vorm Ziel. Und hier scheint eine geile Sniper-Position zu sein. Oh. Ach Gott, ist das sensibel. Mach halt. Uiuiui, ich gehe noch ein Stück vor. Leck mich fett. Jetzt aber. Ich treffe nicht. Ha! Geschafft. Erledigt. So kann's gehen. Country Club Outfit delivered to the Golf Club in Leaf Links. Das heißt, wenn ihr die Klamotten wechseln wollt, müsst ihr zu den entsprechenden Orten gehen. Deswegen war das eine Outfit im letzten Part auch in der Mall. Was mich gewundert hat, aber naja. So ist es halt. Ich möchte anstatt den Schlagring, möchte ich den Golfschläger. Geil. So, wir nehmen unsere alten Waffen natürlich wieder mit. Ich glaube, speichern tun wir nicht, sondern wir nehmen gleich die nächste Mission an. Dieses Mal von C. Lasst mich gerade mal auf die Karte gucken, was hier der effektivste Weg wäre. Da kommt man noch nicht lang. Da ist die Brücke und ich glaube, die schaltet sich erst später frei, dass man in die zweite Hälfte von dem Spiel kommt. Sprich, wir müssen hier lang fahren. Weiter geht's. Abbremsen, vorsichtiger fahren. Also man kann nicht mit Vollgas ohne Probleme hier um die Kurven. Ich habe wirklich immer noch so ein bisschen meine Probleme mit der Autosteuerung in dem Spiel. Aber nichtsdestotrotz liebe ich GTA Vice City. Ich finde es absolut bombastisch. Hat mir damals super gefallen, gefällt mir immer noch extrem gut. Und ich finde die Grafik... Also es ist gut gealtert. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh, ist das hässlich, das kann man sich ja gar nicht mehr anschauen. Ist immer noch cool, ist immer noch stimmig, muss ich sagen. Ich meine, klar, es ist jetzt kein GTA 5 oder sowas, aber sieht trotzdem cool aus. Definitiv. Oh.
Gott, muss ich da aufpassen mit dem Fahren. Ich weiß nicht, ob das schlau war, da reinzufahren. Und tschüss. Wir sind angekommen, das reicht mir. Ich würde danach gerne das Motorrad hier nehmen. Yeah. Die PCG 600 PCJ. Ist das ein J? Ist das ein G? Ich weiß es nicht. Scheiß drauf. Start mal die Mission. Mr. Versetti. Colonel. Thank you for coming. Please sit. Lobster? No, thanks. I am ashamed to admit that one of the causes of our mutual problem appears to have been the loose tongue of a man I used to trust. I've been carrying Gonzalez for years, but now his incompetence reaches new heights. It's only right that you kill Gonzalez. Did he do it? It's the money that's important to me. For this kindness, I'll reward you. And then we will find your money together. He will be at his penthouse, half drunk probably. Use this. Kennst du dich? Ja, Kettensäge ist eine Anspielung auf Scarface. Falls ihr nicht gesehen habt, guckt euch den Film an. Extrem gut. Fällt mir super, super gut. Definitiv eine Ultraperle der 80er Jahre und das haben die Rockstar-Entwickler genauso gesehen und haben deshalb sehr viel aus dem Film hier eingebaut. Ihr werdet noch sehr, sehr viele Referenzen zu Scarface sehen. Definitiv. Also wenn ihr Bock habt, schaut euch den Film an, schaut euch dann Vice City an. Einige Missionen, einige Sachen, die hier passieren. Ja, 1:1 Scarface, sagen wir es mal so. Es gab ja auch das Scarface-Spiel. Und ich muss gestehen, ich habe es nie gespielt. Das war so ein leichter GTA-Klon, der auch sehr, sehr gut sein soll. Also der Kai zum Beispiel, der schwärmt so von Scarface dem Spiel. Und wäre cool, wenn es das irgendwie auch noch gäbe. Für die PS4, so als PS2 Classic, fände ich sehr nice, weil dann könnte ich es auch mal nachholen. Wäre definitiv was Geiles. Ich glaube, ich befinde mich auf der falschen Seite des Flusses. Aber vielleicht kommen wir von hier aus auch rüber. Ja, funktioniert auch. Ihr seht, ich fahre ein bisschen vorsichtiger. Ich habe keinen Bock, jetzt direkt vom Rad zu fliegen. Vom Motorrad. Ah, da müssen wir rein. I am the boss's right hand man. I'm gonna shut that big mouth of yours. He's got a blade. Stop running, you fat slime ball. Wieder rennt. Away from me, you cheap bastard. Fuck. Wo rennt er jetzt hin? Rennt er raus? Oh, sweet Jesus. I've wasted my life and my looks. Stand still and I'll make it quick. Keep the traffic going. Stand still and I'll make it quick. Sagt er auch in GTA 3. Auf Kettensäge. Ich will mit der Kettensäge kriegen. Bleib stehen. Yeah. So, Police are on to you. Das wäre R1, R1, Kreis, R2, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Ha! Erledigt. Wenn ihr das zu langweilig findet, sagt Bescheid. Es macht das Spiel viel, viel angenehmer, aber ich kann es auch gerne sein lassen, zumindest so Wanted-Level-Cheats und sowas, hatte ich ja schon mal erwähnt. Ich richte mich dann auf euch. Wenn es euch stört, sagt Bescheid. Wenn es halt zu asozial wird, dann scheiße ich drauf und benutze es einfach, aber naja. Wie dem auch sei, wir haben 2 Missionen geschafft, ich werde jetzt speichern gehen, dann war es auch mit dem Part. Ich muss mich langsam fertig machen, wir haben jetzt gerade früh am Morgen noch und ich habe heute noch ein bisschen was zu erledigen. Tut mir leid, wenn ihr die Parts doch länger haben wollt, sagt Bescheid. Also wie gesagt, ich habe ja nachgefragt und dann haben viele gesagt, lieber kürzere Videos, dafür ein paar mehr. Daran halte ich mich. Ja, hören wir noch kurz in die Musik rein. Von, guck mal, K-Chat. Da chatten sie wohl nur Fieber. Geil.
Alahop, ich habe mein schönes Outfit noch. Ich wechsle noch aufs Straßenoutfit, weil ich finde, Tommy Vercetti muss in seinem Straßenoutfit rumrennen. Die sind zwar ganz lustig, die verschiedenen Outfits hier, aber Tommy Vercetti braucht sein Hawaii-Hemd. Genau so. So ist der Tommy Vercetti, wie wir ihn kennen und lieben. Ach Gott, wie schön. Ich freue mich echt, Vice City zu spielen. Also, bin begeistert. Macht Spaß wie Sau. Ich hoffe, euch macht's auch Spaß. Ich speichere hier das Spiel. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.